Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr Freunde und Follower haben als je zuvor. Wir sind vernetzter denn je und doch fühlen wir uns oft allein. Wir brauchen Beziehungen, die tiefer gehen als das Oberflächliche, das die Welt uns zu bieten hat. Wir brauchen nicht nur Leute, die uns mögen. Wir brauchen Leute, mit denen wir das Leben gehen können und die uns Sinn verleihen. Wir brauchen eine Crew, eine Clique, eine Truppe. Einfach einen inneren Kreis von Freundschaften. Amen. Wir sind in unserer Serie Relationship Goals. Es geht darum, wie wir in unseren Beziehungen gewinnen können und haben schon verschiedene Sachen miteinander angeschaut in der vergangenen Sündung. Und heute um das Thema Beziehungsunfähig, gibt es Hoffnung? Das ist die Frage, die wir heute nachgehen wollen. Und ich möchte gerade einsteigen mit einem Bild, das mir begegnet ist vor ein paar Wochen, als ich am Rhein war. Ich gehe zwischendurch an den Rhein, mache einen Gebetsspaziergang und dann habe ich das gesehen. Das war nach einer krassen Regenzeit. Sehe ich mal, wie ein Baumstamm auf einem Brückenpfeiler gestrandet ist. Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich an das Thema von heute Morgen gedacht. Warum? Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich habe das Bild noch schnell ein bisschen eingeblendet von dem Baumstamm. Ich habe mir jetzt mal überlegt, was hat der Baum für eine Geschichte? Irgendwann ist doch der Baum einmal gepflanzt worden. Und er ist gewachsen und hat angefangen zu blühen und gedeihen. Die Vögel haben wahrscheinlich einen Ausruheplatz gefunden bei ihm auf einem Ast. Und dann muss irgendetwas passiert sein. Ob es ein Sturm ist, ob es ein Holzschlag ist, was auch immer, wo der Baum zu Fällen gebracht hat. Und er ist in die Flut hineingestürzt und ist getrieben auf diesen Fluten. Ich meine, der ist ja überhaupt mehr nicht mehr grün, sondern der ist richtig gezeichnet von einer Reise, von einer Geschichte, die er irgendwie mit sich bringt. Und eines Tages landet er auf dem Brückenpfeiler hier bei uns, zu Buchs, und ist dort gestrandet. Der Baum liegt an einem Ort, wo er nie landen wollte. Und das ist für mich zum Bild geworden für das Thema von heute Morgen. Jeder von uns lebt in Beziehungen und Freundschaft. Und ich rede heute Morgen nicht in erster Linie über Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern allgemein Beziehungen und Freundschaften, wo wir drinnen stehen. Viele Beziehungen und Freundschaften entstehen und wachsen wie der Baum. Sie blühen und sie gedeihen. Aber dann passieren Sachen in unserem Leben, wo eine Beziehung kann anfangen auseinanderreissen, wo eine Beziehung sogar kann zerstören. Und dann landen wir ganz persönlich und mit unseren Beziehungen an einen Ort wie der Baum, wo wir gar nie landen wollten. Es ist leider eine Realität in unserem Leben, dass Beziehungen auseinanderbrechen können oder vielleicht schon auseinandergebrochen sind. Und ich glaube, jeder von uns hat auf irgendeine Art und Weise das auch schon mal erlebt. Solche Erfahrungen sind schmerzhaft und werfen Fragen auf. Ich habe auch ganz eigene Erfahrungen auch machen müssen. Das, was du und ich erleben, das haben auch zwei Frauen erlebt. Vor vielen, vielen Jahren, wo uns in der Bibel aufgeschrieben sind. Es sind zwei enge Freundinnen und ich möchte heute Morgen ein bisschen mit dem arbeiten. Da ist jetzt zwar ein Mann und eine Frau drauf, aber es können Freundinnen darstellen, was auch immer. Es sind zwei Frauen gewesen, sie haben ein bisschen spezielle Namen gehabt. Die eine hat Evodia geheißen und die andere sind Tüche. Also, liebe Leute, ihr, die noch kein Kind haben, warum nicht als Namensvorschlag? Genau. Spielt ja keine Rolle, aber die Namen sind biblisch, oder? Ist doch gut. Ganz genau. Zwei enge Freundinnen waren, Evodia und Syntyche. Und die sind miteinander vorwärts gegangen. Sie haben an Jesus geglaubt. Sie sind Vollgas vorwärts gegangen. Sie haben eine Mission gehabt, nämlich der Jesus, der unser Leben verändert hat. Von dem müssen wir erzählen, dass noch viele andere Menschen ihn kennenlernen und dass auch ihr Leben positiv verändert ist. Sie hat eine tiefe Freundschaft verbunden, sie haben eine gemeinsame Mission gehabt. Aber dann ist etwas passiert, wo in ihrem Leben, das ist ein Holz oder ein Keil, wo man auch braucht zum Bäumen fällen. Ich war früher einmal Förster, wir haben auch mit denen gearbeitet.
dann ist etwas passiert, wo eine Art wie ein Keil in ihre Freundschaft reingekommen ist und ihre Freundschaft hat angefangen auf Probe zu stellen. So ein Keil, der reingetrieben worden ist, der immer mehr und mehr hat angefangen dazu zu führen, dass ihre Freundschaft könnte auseinanderbrechen könnte. Die Bibel sagt uns nicht, was es war. Aber es muss etwas Gewaltiges gewesen sein, dass es enorm weite Kreise gezogen hat. Was die Evodia und die Syntyche miteinander erlebt haben. Es war mehr als eine Meinungsverschiedenheit. Es hat unglaubliche Kreise gezogen, so dass es sogar der Paulus in einem Satz in der Bibel aufschreibt. Schau, es gibt auch in deinem und in meinem Leben gibt es so Keile, wo Macht haben, dass Beziehungen können zerbrechen oder können anfangen auseinanderbrechen. Und das gilt für alle Menschen, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Die Evodia und Syntyche sind Vollgas mit Jesus vorwärts gegangen. Und sie haben gleich so etwas müssen erleben. Also ist die Botschaft heute Morgen für alle, ob du an Jesus glaubst oder nicht, aber auch gerade besonders an die, die an Jesus glauben. Dass wir das auch immer wieder mal dürfen hören. Wir haben so Keile in unserem im Leben und die Keile haben ganz viele verschiedene Namen und ich möchte so ein paar Beispiele nennen. Ein Keil, wo Beziehungen, wo können drohen, dass Beziehungen zerbrechen oder auseinanderbrechen, sind Lügen. Man tut einander anlügen, man sagt die Worte einfach nicht mehr ganz. Oder Selbstverwirklichung. Das heisst, ich lebe zu meinem eigenen Vorteil, auch in einer Beziehung inne und hole mir einfach das aus einer Beziehung raus, wo gut und richtig für mich ist. Oder ein anderer Keil kann ein Problem sein. Man redet nicht drüber, sonst wird einfach geschwiegen, unter den Teppich gekehrt. Ein weiterer Keil könnte der Drang nach Anerkennung sein. Ich suche mir Anerkennung bei anderen Männern oder anderen Frauen. Könnte so ein Keil sein. Oder Eifersucht, Missgunst, weil meinem Gegenüber etwas gelungen ist und er dafür gelobt wird von anderen und insgeheim habe ich das eigentlich wollen. Missgunst. Es wird uns im Alten Testament ein Beispiel gebracht vom König Saul. Der erste König war das. Und dann war der kleine David. Es ist die bekannte Geschichte von David und Goliath. Der Saul und sein Herr hat sich nicht getraut, aber der David hat sich getraut, in der Kraft von Gott dem Goliath gegenüberzustehen. Und er hat den Goliath besiegt und nachher hat man gesungen, der Saul hat 1000 Männer geschlagen, der David aber 10x1000. Und die haben das gesungen und bimberim, 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 bimberim und so ist das gelaufen. Und die haben Tambourin und alles zusammen. Der Saul hat 1000 Männer geschlagen, der David 10x1000. Und als der Saul das gehört hat, heißt folgendes, da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn diese Worte missfielen ihm sehr. Der David hat für etwas Bewunderung bekommen, was der Saul eigentlich wollte. Passiert das nicht auch in unseren Beziehungen hinein? Missgunst. Oder ein anderer Keil kann Arbeitssucht sein. Ich arbeite einfach enorm viel. Unglaublich viel. Und eine Beziehung fängt wegen dem an, auseinanderzubrechen. Gegenseitige Erwartungen, die nicht erfüllt werden, kann so ein Keil sein. Gerade die, die unausgesprochen sind. Wie kann ich eine Erwartung erfüllen, die nicht ausgesprochen ist? Und schon passiert es und der Knast ist schon passiert. Oder Ängste. Ängste, sich langfristig zum Beispiel zu binden. Wenn ich auf eine langfristige Beziehung eingehe, dann könnte ich etwas verpassen. Ich könnte Panik bekommen. Oder Angst. Ich werde fallen gelassen. Angst, verletzt zu werden. Und was passiert? Ich tue einen Druck und Kontrollen auf mein Gegenüber ausüben. Gerade auch in Beziehung von Mann und Frau. Es passiert Misstrauen und man fängt an zu klammern. Ich möchte euch zwischendurch heute Morgen auch ein bisschen in mein Leben hineinblicken lassen. Es braucht Mut. Aber jeder von uns schafft ja in irgendeinem Punkt auch in Beziehungen. Wo meine Frau und ich ganz am Anfang zusammengekommen sind, bin ich eine unglaubliche Klammerung gewesen. Ständig wieder müssen anrufen und wehe, sie hat sich nicht gemeldet. Dann ist etwas in mir passiert, ich konnte es nicht beim Namen nennen. Aber ich hatte Angst, ich werde fallen gelassen. Sie will mich nicht mehr. Und durch das Klammern ist etwas passiert, sie hat sich wie angefangen zu distanzieren.
Das kann die Psychik zerbrechen. Bis sie mir das dann einmal gesagt hat. Unversöhnlichkeit kann so ein Keil sein. Einander nicht können zuhören. Oder traumatische Erfahrungen, die du machen musst, in deiner Herkunftsfamilie. Jesus hat einmal einen spannenden Satz gesagt. Ganz spannenden Satz. Er redet über Ehe. Und dann sagt er, warum das gewisse Ehen auch auseinanderbrechen können, oder warum das Leute nicht in heiraten, sagt er einen Satz. Einige wurden zur Ehe unfähig gemacht. Was er mit dem gemeint hat, ist, damals, in dieser früheren Zeit, sind gewisse Männer bewusst kastriert worden, weil man die nachher als Bedienstete in gute Häuser rausgegeben hat und dann so hast du keine Angst müssen haben, wenn du als Hausherr einen Sklaven angestellt hast, dass der nicht irgendwie etwas mit deinen Frauen daheim anstellt. Zur Ehe unfähig gemacht. Aber weißt du was? Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, gibt es nicht auch traumatische Erfahrungen, die Menschen machen in ihrer Herkunftsfamilie und das macht sie zur Ehe unfähig. Weil sie sagen, hey, da, wo ich da erlebt habe, das wollte ich selber nicht. Meine Frage ist, wie heissen die Keile in deinem Leben, wo die Macht und Kraft haben, eine Beziehung auseinanderzubrechen? Wenn du deinem Keil, deinen Keil müsstest einen Namen geben, was wäre er? Jetzt könntest du sagen, was sind unsere Reaktionen auf so Keil? Das eine könnte sein, weißt du, ich bin einfach echt unfähig, eine Beziehung zu leben. Ich bin unfähig, eine Freundschaft zu führen. Und du tust dich selber verurteilen, es gibt keine Hoffnung. Oder du erlebst, wie das auseinanderbricht und du sagst, hey, weißt du, ich reiss mich einfach das nächste Mal ein bisschen mehr zusammen, dann geht es dann schon. Oder du fängst an resignieren und sagst, es ist halt so. Jetzt ist halt der Keil zwischen uns und immer mehr und mehr und mehr und mehr bricht es auseinander. Und meine Frage ist, was? Was, wenn man merkt, dass Beziehungen auseinanderbrechen? Gibt es Hoffnung, wenn Beziehungen auseinanderbrechen oder auseinandergebrochen sind? Besteht die Möglichkeit auf Wiederherstellung? Gibt es etwas, was man tun kann, damit das nächste Mal nicht so endet wie das letzte Mal? Und um das geht es heute Morgen. Und wichtig, ich werde euch heute nicht 5 Tipps präsentieren. So wirst du mit 100%iger, garantierter Sicherheit nie erleben, dass eine Beziehung auseinanderbricht. Das kann ich euch nicht versprechen. Das ist ganz wichtig, um das am Anfang zu sagen. Ich sage euch nicht, mach das und du wirst es 100%ig erfolgreich sein. Aber was wir können ist, anhand von dem Beispiel von dieser Syntyche und Evodia und anhand von der Bibel, können wir 4 entscheidende, wichtige Schlüssel kennenlernen, die helfen können, dass Beziehungen nicht müssen auseinanderbrechen. Die helfen können, uns neu wieder Hoffnung zu geben. Die hilfreich sind, damit das nächste Mal nicht wie das letzte Mal endet. Und die können helfen, damit auch Wiederherstellung könnte möglich sein. Und es wird ganz praktisch. 4 entscheidende, wichtige Schlüssel, die ich mit euch anschauen will. Ihr habt auch das auf eurem Papier drauf. Der erste Schlüssel ist ganz einfach, heisst, schau nicht weg, sondern schau an. Wenn du siehst, dass so ein Keil in deine Beziehung hineingeht, dann schau nicht weg, sondern schau an. Wie gesagt, wir wissen nicht, was der Keil war in dieser Freundschaft zwischen der Evodia und zwischen der Syntyche. Und wir wissen auch nicht, wie lange das ihr Zustand gedauert hat. Aber wir wissen, indem dass der Apostel Paulus, der den Philipperbrief geschrieben hat, wo er den Satz reingeschrieben hat, den wir nachher gerade miteinander lesen, dass er das gemacht hat, zeigt etwas von dieser Wichtigkeit, dass es muss zum Thema gemacht werden, dass die Sache muss geklärt werden. Und da heisst es im Philipperbrief, im Neuen Testament, zweiter Teil von der Bibel, Kapitel 4, Vers 2 bis 3, folgendes. Wir lesen das. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten, denn sie gehören ja beide dem Herrn.
und dich, meinen treuen Weggefährten, wer das genau gemeint ist mit dem Weggefährt, wissen wir nicht, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Denn schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Der Paulus griff das auf und er macht Folgendes deutlich und sagt, hey, tönt eure Unstimmigkeiten auf die Seite legen, tönt es beilegen, tönt es klären miteinander. Und mit dieser offiziellen Bitte sagt der Paulus, schauen an, liebe Frauen, und schauen nicht weg. Schauen auf den Riss in eurer Beziehung inne. Wichtig, es kann nur etwas geklärt werden, wenn man anschaut. Was heisst anschauen? Anschauen heisst, ich tue es nicht länger lügne. Es heisst, ich tue es nicht länger ignorieren. Es heisst, ich mache nicht länger einen Bogen um die ganze Angelegenheit und versuche mich irgendwie wieder rauszuwinden. Und es heisst auch nicht, dass ich es einfach als Problem abtue, wo einfach jemand anders hat, aber ich nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm. Sondern anschauen heisst wirklich anschauen. Und anschauen ist schmerzhaft. Aber langfristig gesehen heilsam. Anzuschauen ist schmerzhaft, aber langfristig gesehen ist es heilsam. Ich glaube, ich tue den mal hier anstellen. Wie kannst du konkret anschauen? Anschauen heisst konkret, ja, es gibt so einen Keil in meinem Leben. Anschauen heisst, ja, ich bin eifersüchtig. Ich kann den Keil sogar beim Namen nennen. Ja, ich habe Angst, fallen gelassen zu werden. Ja, ich habe Angst, etwas zu verpassen, wenn ich noch länger in dieser Beziehung drin bleibe. Angst zu haben. Panik zu haben. Oder dass man sagt, anschauen heisst auch, ja, ich lebe zurückgezogen und distanziert und gehe Probleme immer aus dem Weg. Ja, ich habe die Prägungen. Ja, ich suche meine Anerkennung immer bei anderen Männern und bei anderen Frauen. Könnte anschauen heissen. Oder anschauen könnte auch heissen, ja, es gibt ähnliche Situationen, wo ich merke, da steigt der Wut in mir innen auf und dann muss ich dem Ärger Luft machen. Es gibt sie. Das heisst anschauen. Und anschauen kann auch heissen, ja, ich habe mein Gegenüber bis du an ihn ausgenutzt. Anschauen ist ganz praktisch. Oft ist es uns nicht wirklich bewusst, warum wir uns in gewissen Situationen verhalten. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht. Oft war es mir nicht bewusst gewesen, wieso dass ich am Anfang von unserer Beziehung meine Frau so geklammert habe. Warum? Weil unser Verhalten ist nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem steckt immer dahinter. Man sagt dem Schatten. Jeder von uns hat einen Schatten in seinem Leben. Und bei mir war der Schatten wirklich die Angst, ich werde fallen gelassen. Die Angst, weil ich aus früheren Beziehungen fallen gelassen worden bin. Ich bin ihm wichtig. Und das hat mich triggert in gewissen Situationen. Darum habe ich meine Frau angefangen zu klammern. Und um das zu erkennen, habe ich anschauen müssen. Oder vielleicht sagst du, ja, ich gehe jedem Konflikt aus dem Weg. Hast du schon mal die Frage gestellt, warum? Könnte es sein, dass dein Schatten, der dich dazu antreibt, der ist, dass du immer wieder erlebt hast, dass Konfliktsituationen immer zum Zerbruch geführt hat von Beziehungen. Und dann tun wir das um alles in der Welt vermeiden. Schau nicht weg, sondern an. Und manchmal brauchen wir Menschen wie der Paulus, die uns ermutigen dazu ermahnen. Ermahnen und ermutigen ist das gleiche Wort in der Bibel. Ermanutigung könnte man auch sagen. Ich tue dich ermahnen zum Anschauen. Ich tue dich ermutigen zum Anschauen. Manchmal brauchen wir so Menschen in unserem Leben. Und vielleicht bin ich heute so einer anhand von dieser Predigt, ich weiß es nicht. Schauen in Sprüche, Kapitel 10, Vers 17, das ist ein Buch aus dem Alten Testament, heisst, wer auf Menschen hört, ist auf dem Weg zum Leben. Wer sie verachtet, ist auf einer falschen Spur. Wer auf Menschen hört, ist auf dem Weg zum Leben. Das heisst auch für Beziehungen. Wenn ich anschaue, tue ich den richtigen Weg einschlagen, der wieder zum Leben führen kann. Schau nicht weg, sondern an. Das ist der erste Schlüssel. Der zweite Schlüssel
heisst, entscheide dich dafür, die Sache anzugehen. Damit etwas beigelegt werden kann, damit etwas geklärt werden kann, muss es konkret angegangen werden. Anschauen allein langt nicht. Das heisst, die Entscheidung, sich mit dem Konflikt, mit einer Situation auseinanderzusetzen und ich lasse nicht Gras darüber wachsen. Das heisst, ganz bewusst die Sache anzugehen. Und die Entscheidung muss jeder für sich fällen. Der Paulus sagt, ich ermahne Evodia und Syntyche. Hey, es ist eine Sache, die euch beide etwas angeht. Und er sagt, legt die Sache beilegen. Das heisst, machen etwas aktiv dafür. Also, wird aktiv und gang die Sache an. Weil eine Sache, wenn ich eine Sache nur dann angehe, weil mein Gegenüber das von mir erwartet. Oder weil mir mein Gegenüber ein Ultimatum stellt und sagt, jetzt gehen wir die Sache an und wenn du nicht dafür bist, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Wenn wir es aus so Gründen machen, dann kann ich euch sagen, wird es nicht zu einer Heilung kommen, dann wird es nicht zu einer Klärung kommen, weil du machst es immer der anderen Person lieb, aber du machst es nicht aus eigener Überzeugung. Es wird erst dann eine positive Richtung geben können, wenn du selber davon überzeugt bist, da muss sich etwas ändern. Ich muss die Sache angehen. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe auch andere Punkte in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, die kommen immer wieder. Es wiederholt sich immer wieder in meinem Leben. Dass ich merke, warum tue ich so speziell manchmal auf gewisse Leute reagieren? Warum gehe ich in die Defensive? Warum gehe ich manchmal auch in eine Opferhaltung? Manchmal auch ganz bewusst. Das sind so Punkte in meinem Leben, die sich bei mir immer wieder wiederholt haben und wo mich anfangen haben zu stressen. Und ich habe angefangen anzuschauen und ich habe gemerkt, wenn ich die Punkte nicht angehe, dann wird sich das negativ auf jenste Beziehungen auswirken, auch auf unsere Ehe. Dann kann das zu Misstrauen führen, dann kann das zu Kontrolle führen. Also habe ich angefangen anzuschauen. Aber weißt du was, die Entscheidung, die Sache anzugehen, die ist erst viel später gekommen. Die habe ich nicht den gefällt, wo ich angeschaut habe, sondern die ist später gekommen. Ist oft manchmal auch ein Prozess. Ein anderer Vers aus dem Buch von der Sprüche sagt es so: Mein Sohn, wenn du klug und einsichtig wirst, ist das eine herzliche Freude für mich. Und mein Inneres wird jubeln, wenn Ehrliches von deinen Lippen kommt. Klug und einsichtig, das sind die zentralen Worte. Wenn du klug und einsichtig wirst, klug und einsichtig heisst, ich erkenne etwas und gehe die Sache aber jetzt auch an. Das ist klug und einsichtig. Wo ist es bei dir ganz konkret dran, eine Sache anzugehen? Was hast du bis dahin vor dir herangeschoben? Es ist nur einfach, sich wieder ein bisschen abzulenken, aber es holt dich sowieso immer wieder ein. Wo ist es bei dir dran? Über welche Punkte stolperst du immer wieder, wo du sagst, das muss ich jetzt angehen? Schau, ich tue dich wirklich ermutigen. Übernimm Verantwortung und pack es an. Nur wenn du es anpackst, hast du Chancen auf Veränderung und Heilung. Wenn du es nicht angehst, wird sich das immer wieder wiederholen. Die einen sagen, okay, die Beziehung ist jetzt auseinandergebrochen. Weißt du was, jetzt gehe ich in die nächste. Aber weißt du was, die nächste wird genau an diesen Punkten auch wieder herausgefordert werden. Warum? Weil du nicht die erste Beziehung mitnimmst, sondern du nimmst dich immer selber mit. Und darum gibt es auch Leute, die sagen, jetzt muss ich mal in ein anderes Land gehen, dann bin ich mal freier. Und dann merkst du nach einem gewissen Enthusiasmus, es wiederholen sich wieder genau die gleichen Sachen. Warum? Weil du dich immer wieder selber mitnimmst. Und darum ist es wichtig, zum Anschauen und die Sachen auch anzugehen. Weil sonst geht die Spirale immer wieder weiter runter. Die nächste Beziehung wird nicht besser, sondern oft endet sie am gleichen Punkt wieder. Eine ältere Frau hat einmal Folgendes gesagt. Sie hat eine goldige Regel, wie sie mit Wäsche umgeht. Das habe ich mega spannend gefunden. Sie hat gesagt, wenn es um Wäsche geht, was gilt zum Glätten, dann warte ich nicht länger als 2 Tage, bis ich es mache. Weil wenn ich länger als 2 Tage warte, steigt der Wäscheberg und dann kann ich mich kaum mehr aufraffen, um die Wäsche noch zu glätten. Und ich glaube, das trifft den Punkt genau gut. Wenn ich zu lange warte und einfach nur anschaue, aber die Entscheidung nicht treffe, etwas zu machen, wird der Berg immer, immer, immer grösser und es wird fast nicht möglich sein, dass du kannst erleben, dass eine Heilung möglich sein kann.
Der Berg wird immer grösser. Ah, das kann ich nicht mehr anpacken. Ich kann mich nicht mehr aufraffen. Darum entscheide ich, diese Sache anzugehen. Die Sprüche sind mega praktisch. Ich möchte nur einen Vers bringen. Da heisst es, entferne die Schlacke aus dem Silber, dann kommt dem Goldschmied ein Schmuckstück heraus. Das ist genau das. Wenn ich die Sache angehe, dann tue ich den Dreck mal anfangen, ein bisschen anzuschauen und wegputzen, damit Gott etwas Besseres, Grösseres daraus machen kann. Er ist der wahre Goldschmied. Der dritte Schlüssel noch. Nimm Hilfe in Anspruch. Der Paulus sagt, und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Also der Paulus bittet hier jemanden aus der christlichen Gemeinde raus, den beiden Frauen in ihrer herausfordernden Situation ihnen zu helfen. Schau, oft ist es schwierig, sich selber zu helfen. Und oft hat man sich auch als Paar in eine Situation verrennt, da schaffst du es nicht mehr allein. Und manchmal tut man zu lang warten, bis man Hilfe sucht. Und dann ist oft auch schon fast spät. Darum such Hilfe. Manchmal brauchen wir Hilfe von externen Leuten, von guten Freunden, von guten Fachpersonen, die dir können helfen können, die euch können helfen in so Situationen, nicht dass es noch komplett auseinanderbricht. Wir brauchen einander. Hilfe in Anspruch nehmen ist keine Schwäche. Was habe ich mit meinen eigenen Punkten in meinem Leben gemacht? Die Trigger, die ich gemerkt habe, der kommt immer wieder. Ich habe mich eines Tages entschieden, zum Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber von dem Moment, wo ich erkannt habe, dass es geht, bis zu dem Moment, wo ich es gemacht habe, sind gut 1 bis 1,5 Jahre vergangen. Warum? Weil ich gemerkt habe, wenn ich es angehe, dann werde ich manchmal mit Sachen von meinem Leben konfrontiert, die mir vielleicht nicht so passen könnten. Und ich habe mich aber entschieden, die Sache anzugehen. Ich habe mir einen treuen Wegbegleiter gesucht. Und der hat mir geholfen, die Sachen, die in meinem Leben brachgelegen sind, anzupacken. Und das war ein wichtiger und heilsamer Prozess gewesen. Ich kann euch ja sagen, es gibt auch Momente, wo ich Tränen vergossen habe. Weil manchmal wirst du einfach mit deiner eigenen Geschichte und mit deinen eigenen Fehlern konfrontiert. Mit deinem eigenen Egoismus. Und das ist nicht schön, nur zum Anschauen. Aber wissen wir, ich habe mich entschieden, ich mache es. Und es hat angefangen, eine Heilung zu passieren. Und meine Frau hat das angefangen zu merken. Sie hat gesagt, du bist irgendwie jetzt mal freier geworden. Such dir einen Wegbegleiter, wo dir mit viel Liebe und Weisheit hilft, in den Spiegel hineinzuschauen. Wo dich mit viel Liebe herausfordert, dich ermahnen und ermutigen, wichtige Schritte zu gehen. Wir haben bei uns auch in der Kirche so ein Team, das gerne parat ist. Das sind Leute, die sind geschult, wo Leute auch helfen, in so Situationen vorwärts zu gehen. Schau, die Bibel sagt uns so im Neuen Testament, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise füllt ihr das Gesetz des Christus. Gerade auch in der christlichen Kirche. Die Kirche soll ein Ort sein, wo einander geholfen wird und nicht übereinander geredet wird. Lasst uns einander helfen, die Lasten zu tragen und nicht zu verurteilen. Und ich möchte noch ein Wort an die Männer heute Morgen richten. Ob du daheim bist oder hier im Saal. Liebe Männer, wir wollen etwas bewegen. Wir wollen Erfolg feiern. Wir wollen die Helden sein. Und das ist auch gut. Wollte ich auch mal sagen. Ich darf auch sein. Weck den Tiger in dir. Aber oft fällt es uns gerade auf der Beziehungsebene schwer, genau auch gleich initiativ zu sein. Oft fällt es uns schwer, auf der Beziehungsebene Sachen anzupacken, die brach liegen. Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist für uns Männer oft ein Ausdruck von Schwäche. Ich kenne das sehr gut. Aber ich möchte dir sagen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, Schwäche zu zeigen und Schwäche zuzugeben, ist in Wirklichkeit die wahre Stärke. Liebe Männer, ihr müsst euch nicht beweisen.
Wir müssen uns nicht beweisen. Und ihr müsst eurem Partner und auch anderen Leuten nicht beweisen. Sondern lasst uns an den Punkt ankommen, wo wir sagen, weißt du was, auch ich muss Hilfe in Anspruch nehmen. Und schau mal, was nachher passiert mit deinem eigenen Leben und mit deinem Umfeld. Und noch der vierte entscheidende Schritt, ein entscheidender Schlüssel ist, und das ist für mich der entscheidendste Schlüssel, versöhn dich. Es heißt, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Denn sie gehören ja beide dem Herrn. Ein anderes Wort für beizulegen ist Versöhnung. Der Paulus sagt, ich bitte euch, tönt euch versöhnen. Und er sagt, warum? Sie gehören beide zu Jesus, sagt er. Das ist die Begründung. Mega spannende Begründung, die er da bringt. Das heisst, beide Frauen haben Jesus Christus als ihren wahren Gott und persönlichen Herr und Retter kennengelernt und in ihr Leben aufgenommen. Und von dem Moment an haben sie Gott angefangen zu dienen. Von dem Moment an haben sie Gott auch angefangen besser kennenlernen. Und von dem Moment an haben sie auch immer mehr angefangen zu verstehen, was Gottes Wille für ihr Leben ist. Und Gottes Wille für ihr Leben hat auch geheißen, den Nächsten zu lieben, einander die Lasten helfen zu tragen, einander zu vergeben und sich zu versöhnen. Das entspricht auch dem Willen von Gott. Aber durch den Keil, der in ihre Freundschaft hineingetrieben worden ist, ist Nächstenliebe nicht möglich gewesen, ist Vergebung nicht möglich gewesen und ist auch das Lastentragen nicht möglich gewesen. Das ist nicht mehr gegangen. Das heisst, Gottes Wille ist in ihrem Leben nicht mehr zum Ausdruck gekommen. Der haben sie nicht mehr Gott geben mit ihrem Verhalten. Das hat nicht am Lebensstil vom Reich Gottes ist das gerecht worden. Und wie stark auch du und ich auf Gott ausgerichtet leben, wie stark, dass wir Gott lieben und wie stark, dass wir Gott ehren, zeigt sich nicht in dem, das, was ich sage, sondern das zeigt sich, meine Liebe zu Gott, meine Ehre zu Gott und mein Gehorsam gegenüber Gott, zeigt sich in dem, wie ich sein Wort in Praxis umsetze. Im ersten Johannesbrief, der Johannes war ein Jünger von Jesus, der hat ganz viel über die Liebe geredet, der hat eine messerscharfe Aussage gemacht. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat, wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Wow! Puh. Weißt du, ich liebe diesen Vers, weil das fordert mich raus, um darüber nachzudenken, um eine nächste Meile zu gehen und mich selber zu fragen, wo stand ich da dran? Und es gibt noch einen anderen Vers, den Johannes auch geschrieben hat. Ich lese euch den vor. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wegen dem ermahnt und ermutigt Paulus, die beiden tun, euch bitte versöhnen, damit Menschen sehen, dass ihr mir nachfolgt, damit mir der zukommt, damit ich arbeite zu ihr. Tun euch bitte wieder versöhnen. Und jetzt wird es ganz praktisch. Was heisst denn versöhnen? Ich möchte euch drei Sachen nennen, noch zum Schluss wegen versöhnen. Das erste ist, das wird oft unterbeleuchtet, versöhn dich mit dir selber. Versöhn dich mit dir selber. Wie bei diesen beiden Frauen ist es auch in unserem Leben so, dass oft jeder einen Anteil hat, warum eine Beziehung auseinanderbrechen kann. Das heisst, übernimm Verantwortung für dich selber und überleg dir, was ist mein Anteil daran an dem Ganzen gewesen. Und wenn man seinen Anteil erkennt, ich habe es vorhin kurz gesagt, dann ist es oft so, dass man mal fragend wird und sagt, wie habe ich das nur können übersehen? Warum ist mir das passiert? Wie habe ich nur können? Und das führt zu Selbstanklage und zu Schamgefühl. Und dann ruft es den Satz in uns führen, wo sogar Paulus über sich selber schon gesagt hat, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Kennst du das? Ich kenne es sehr gut. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Und das führt dann zu Schamgefühl und zu Selbstanklage. Darum ist Versöhnung mit sich selber so sehr wichtig. Wohin führt Schamgefühl und Selbstanklage? Das drückt dich nur ab. Und darum gibt es den Punkt, dass wir können das Geschehen nicht rückgängig machen. Aber wir können richtig darauf reagieren, dass es in Zukunft anders ist. Und darum muss man sich oft auch selber vergeben. Ich vergibe mir, dass ich das gemacht habe.
Ein zweiter Teil von der Versöhnung, das haben wir schon oft gehört, ist, versöhn dich mit deinem Gegenüber. Der Paulus ermutigt sie, sich miteinander zu versöhnen. Und die Entscheidung, sich zu versöhnen, fängt bei jedem selber an. Im Römer Kapitel 12, Vers 18 im Neuen Testament heißt: Soweit es irgendwie an euch liegt und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist eine bewusste Entscheidung, weil so wie es auf dich ankommt, dich zu versöhnen mit dem Gegenüber. Das heißt, ganz unabhängig, ob dein Gegenüber sich versöhnen will oder nicht. Ganz unabhängig, wie es auf Versöhnung reagieren oder nicht. Ich entscheide mich, ich tue mich mit meinem Gegenüber versöhnen. Hast du das gewusst? Du kannst dich mit deinem Gegenüber versöhnen, auch wenn der das anders sieht. Weil du die Entscheidung fällst. Und sich versöhnen heisst, ich vergibe meinem Gegenüber, dass das, das, das und das gemacht hat. Ich vergibe das und ich tue es ihm nicht mehr nachtragen. Das passiert zuerst. Und wenn es nachher noch zu einer gegenseitigen Vergebung und Versöhnung kommt, das ist immer schön. Aber das andere ist der entscheidende Punkt. Weil sonst, wenn ich ihm nur vergebe, wenn er auch einsichtig ist, dann ist es nicht echt. Also versöhne dich mit dem Gegenüber. Und ich weiss, das ist oft ein Prozess. Echte Versöhnung. Und das ist jetzt ganz wichtig. Mit sich selber und mit seinem Gegenüber ist wichtig. Aber wissen wir was? Menschlich gesprochen und ohne Gott total unmöglich. Und das ist noch der letzte Ding und der entscheidende: Versöhn dich mit Gott. Versöhn dich mit Gott. Echte Versöhnung mit sich selber und echte Versöhnung mit unseren Mitmenschen ist nur durch die Versöhnung möglich, die Gott durch Jesus Christus mit uns Menschen geschaffen hat. Das ist ganz wichtig, das ist so ein entscheidender Punkt, weil sonst, du wirst die Kraft nicht haben, immer dir selber zu vergeben oder anderen Menschen zu vergeben. Das ist nur aufgrund der Versöhnung von Jesus Christus möglich. Schau, wir haben angeschaut, wir schauen oft gerne weg, statt an. Jesus Christus hat nicht weggeschaut, sondern er hat angeschaut. Er hat deine Nöte, sieht er. Dein Beziehungsschmerz, da wo deine Beziehung auseinanderreisst, die sieht er. Deine Keile in deinem Leben, die sieht er. All der Zerbruch, all das Leid in dieser Welt, das sieht er. Und er hat es nicht nur gesehen, sondern er hat sich auch angefangen zu entscheiden und hat gesagt, weißt du, ich entscheide mich, die ganze Sache anzugehen. Und wegen dem ist er auf die Erde gekommen. Und er hat mit seinem Leben, das er auf dieser Erde gelebt hat, gezeigt, wie das zwischenmenschliche Zusammenleben kann funktionieren, wie es möglich ist. Er hat es uns vorgemacht. Und er hat sich entschieden, das Kernproblem, das hinter diesen Keil steckt, anzugehen. Das Kernproblem hinter dem Ganzen ist unsere Unvollkommenheit. Und die kommt, weil sich der Mensch von Gott verabschiedet hat. Und nicht mehr mit Gott leben, aus dieser Gemeinschaft rausgegangen ist. Aber er ist gekommen und hat gesagt, weisst du was, ich gehe dem Grundproblem, das die Keil mit sich bringt, gehe ich als Kreuz von Golgatha und stirb für die Schuld von dir, von der ganzen Menschheit. Und durch das hat er Gemeinschaft geschaffen. Gott hat ihm Kraft dazu gegeben, dass er das gemacht hat. Und durch seinen Tod und durch seine Versöhnung zwischen Gott und Mensch, die er geschaffen hat, ist es möglich, dass wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Und das ist der entscheidende Punkt. Aus dieser Versöhnung mit Gott kannst jetzt du auch in dieser Versöhnung anfangen zu leben. Das heisst, ich kann mir selber vergeben, weil Gott mir ja schon vergeben hat. Versteht ihr? Ich tue mir nicht selber vergeben, weil ich ein Siebensieg bin. Sondern weil Jesus am Kreuz meine Schuld mir vergeben hat, kann ich auch mir meine Schuld selber vergeben. Versteht ihr? Ich nehme die Vergebung in Anspruch. Das ist ganz wichtig. Und ich kriege eine neue Identität, eine Wiederherstellung über. Und ich kann mich mit meinem Gegenüber versöhnen. Warum? Weil Christus auch meinem Gegenüber vergeben hat. Wegen dem ist es möglich. Das ist der entscheidende Punkt. Auf der Grundlage von dieser Versöhnung mit Gott ist Wiederherstellung möglich, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist möglich. Wir haben vier Schlüssel miteinander angeschaut. Schau an und nicht weg. Entscheide dich, die Sache anzugehen, nimm Hilfe in Anspruch und versöhne dich. Ich weiß nicht, was dir hängen geblieben ist, aber ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir geredet hat. Schau, es ist nicht die Idee von Gott, dass Beziehungen zerbrechen oder auseinanderbrechen oder schlussendlich ganz kaputt gehen. Das will er nicht. Sondern für das ist er gekommen, dass er sagt, nein, weißt du, ich bin gekommen, um Wiederherstellung zu schaffen. Aber ich will es mit dir machen.
Und das ist nicht etwas, das du aus eigener Kraft kannst. Das ist nur etwas, das er schenken kann. Der Apostel Paulus sagt im Kapitel 4 Folgendes vom Philipperbrief: Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, gemeint ist Jesus Christus, mich stark macht. Wir können nur aus dieser Kraft von Gott aus erleben, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Darum, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Auch wenn Beziehungen zerbrechen oder auseinandergebrochen sind. Weil Christus das möglich machen kann. Amen. Lasst uns einen Moment still sein. Dass wir Gott auf das, was er jetzt zu uns geredet hat, dürfen, ganz im Stillen dürfen eine Antwort geben. Ich werde nachher noch beten. Allmächtiger Gott, du bist ein Gott von der Wiederherstellung. Das hast du Jesus am Kreuz von Golgatha gezeigt und hast alles möglich gemacht. Die wichtigste zerbrochene Beziehung, Jesus, zwischen dir und uns, die durch die Schuld passiert ist, für die bist du ans Kreuz gegangen und hast Wiederherstellung möglich gemacht. Dass jeder Mensch, der an dich glaubt, Jesus, und das in Anspruch nimmt, wieder darf in dieser Gemeinschaft sein mit dir. Danke, hast du das möglich gemacht. Und Jesus, danke, dass wir auch aus dieser Beziehung heraus dürfen auch leben im zwischenmenschlichen Bereich. Herr, und ich bete jetzt gerade für all diejenigen, die unter Selbstanklage stehen. Du kennst alle Gründe dazu. All die Schuld in unserem Leben, die uns dazu geführt hat, in gewissen Bereichen zu handeln und die auch dazu geführt hat, dass Beziehungen von Anfang an auseinanderbrechen und gebrochen sind. Jesus, wir bringen dir das jetzt. Du bist gestorben dafür und nehmen deine Vergebung in Anspruch. Und Jesus, danke auch, dass du auch für alle Schuld gestorben bist. Und ich bete jetzt für alle, die Schuld vom Gegenüber mittragen. Das Not tragen. Jesus, du hast es vergeben und so bete ich, dass du Kraft gibst. Die Sachen nicht länger nachzutragen, sondern bei dir am Kreuz abzuladen. Und dir zu sagen, Jesus, du hast das vergeben, ich will jetzt das auch vergeben. Jesus, du siehst, wo Menschen schon lange um Versöhnung beten und um die Kraft dem Gegenüber zu vergeben. Jesus, du sagst, es ist durch dich möglich. Schenk, dass das heute Wirklichkeit wird. Und Jesus, du siehst all die Gebete von Menschen, die sagen, bitte heil meine Beziehung wieder. Und all die Schlüssel umgesetzt haben. Aber bitte heil die Beziehung wieder. Jesus, wir haben am Anfang gesungen, du tust grosse Wunder gross. Und das wollen wir von dir erwarten, Herr. Denn bei dir ist nichts unmöglich. Ja, Jesus, wir können es nicht von uns aus machen, sondern nur durch deine Kraft und Stärke. Zu deiner Ehre. Amen.